Explosiv. Hier ist die preisgünstigste Sendung im deutschen Free-TV, der Late Lunch Club. Mit Matthias Belz, dem Satirekönig. Ich finde, es gibt so wenig Könige und Königinnen noch. Da sollten wir doch froh sein, wenn mal jemand nach Hessen kommt. Er enthüllt alle Geheimnisse der legendären Putztruppe. Also das ist, da mache ich nicht mehr mit. Im Late Lounge Club, Montag, 23.15 Uhr. Late Lounge is live. Hallo, liebe Schallplattenfreunde. Wir können leider nur eine kleine Auswahl erklingen lassen. Nicht mehr so brachial und so roh wie auf dem Vorgängeralbum. Das waren Daft Punk mit One More Time aus ihrem Album Discovery, unsere Schallplatte der Woche. Mehr dazu auf unserer Homepage www.latelounge.de. Und jetzt, falls Sie darauf gewartet haben, Sabata ist James Bond des Wilden Westens und Sean Connery ist der wahre James Bond. Diese DVD, Diamantenfieber, die schauen wir jetzt nochmal raus. Dreimal oder fünfmal oder sowas. Fünfmal. Und auch eine relativ gelungene DVD finden wir zumindest. Es gibt ein Special Inside Diamonds Are Forever. Also noch Zusatzmaterial. Es gibt unveröffentlichte Szenen aus dem Film. Es gibt ein Porträt über den Broccoli, über Chubby Broccoli, den Mann hinter Bond. Ein Audiokommentar vom Regisseur können Sie sich während des Films anhören. Oder eben auch nicht. Und auch drauf der Original-Kinotrailer für diesen James Bond, und den schauen wir an und dann sage ich Ihnen, wie Sie diese DVD abgreifen können. Do this to me. I've got friends in this town. The women are still falling for him. I didn't know there was a pool down there. And so are a couple of men. Sean Connery as James Bond 007 in Diamonds Are Forever. Sean Connery as James Bond 007. And as usual, he's not alone. Well, that's quite a nice little nothing you're almost wearing. I approve. I don't dress for the hired help. Jill St. John as Tiffany Case. Charles Gray is three people. And all of them are named Blofeld. Good evening, 007. From the diamond fields of South Africa. Curious how everyone who touches those diamonds seems to die. To the canals of Amsterdam. From the casinos of Las Vegas. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Named after your father, perhaps. To a rocket site in the Nevada desert. Sean Connery as James Bond, 007, in the newest, greatest Bond adventure of them all. Diamonds are forever.
Schöne Musik von John Barry, dem Mann, der auch das James-Bond-Thema geschrieben hat, dem Mann, der dem die echte James-Bond-Musik gehört. Das ist die DVD, die können Sie gewinnen und übrigens natürlich auch drauf die englische Originalversion. Und Sie haben es auch gerade schon im Trailer gesehen, da sind ein paar mehr Witze noch drin als in der deutschen Synchronisation, wenn eine Dame Plenty heißt. Und ja, Sie haben es ja gesehen. Wenn Sie diese DVD gewinnen wollen, dann sagen Sie uns, wer spielt den James-Bond in dieser Folge? Ist es A, ach nee, das müssen wir jetzt echt nicht nur zur Auswahl stellen, oder Herr Balluff? Nee, ne? Ich glaube, es ist eigentlich relativ einfach. Wer spielt den James Bond in dieser Folge? Der Einsendeschluss ist der 6.4.2000 und das sind die Adressen, wo Sie uns hinschreiben können, wenn Sie die DVD gewinnen wollen. Per E-Mail, per Fax oder per Postkarte. Diamonds Are Forever, Diamantenfieber, die DVD. Weg ist sie. So, und das war's für heute. Das war das Late Launch Double Feature. Nächsten Freitag gibt's das nächste Late Launch Double Feature, die Logan-Nacht. Burt Reynolds ist Logan, ein Bulle unter Verdacht, im Zweikanalton übrigens. Und das zweite Gesicht, auch mit Burt Reynolds, das Late Launch Double Feature. Und am nächsten Dienstag ein ganz hervorragender Spielfilm bei Late Launch Movie. Wir zeigen Buana von Immanuel Uribe mit Andres Pajares, ein wirklich hervorragender spanischer Spielfilm. Geben Sie ihm eine Chance, tun Sie sich's an, der ist wirklich sehr, sehr schön, um 23.10 Uhr. Und im Anschluss zeigen wir noch, Moment, wo habe ich das jetzt hingetan? Das muss ich mal, wie heißt der nochmal ganz genau, der Mann? Wie ungeschickt. Haben Sie es oben liegen? Florian Gallenberger, genau, den deutschen Oscar-Gewinner, dessen Kurzfilm zeigen wir nochmal. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie der Film heißt. Wo habe ich denn das liegen, Herr Balluff? Quiero ser, ich möchte sein, dankeschön. Der läuft am nächsten Dienstag in Late Lounge Movie, aber vor allem Buana, ganz, ganz Spitzenfilm. Ansonsten, wenn Sie Lust haben, dann können Sie am Montag wieder einschalten ab 23.15 Uhr den Late Lounge Club. Matthias Belz wird dann hier bei mir zu Gast sein. Das wird bestimmt interessant und lustig und wir wollen mal gucken, ob er mehr weiß über die ehemalige WG von Joschka Fischer, wo der Kühlschrank stand und wo so gefrühstückt wurde. Das interessiert uns doch alle brennend. Also in diesem Sinne, bis Montag, 23.15 Uhr. Tschüss. Einzigartiges Late-Lounge-Zubehör, exklusiv, preisgünstig und formschön, damit es auch morgen wieder heißt, war spät gestern. Jetzt bestellen, per Telefon oder im Internet.